Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an den Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Ghost Recon Wildlands zusammen mit dem McManus, den Hitcher und den Chewie. Hi Leute! Hi! Oh mein Gott! 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 Und so, wir sind hier noch in der Endmission und quasi, ich glaube, auf dem Weg. Schnappen Sie sich El Rey, genau. Wir müssen nur noch den Typen schnappen und dann haben wir's. Dann haben wir wieder ein Gebiet. Was? Du sollst dir nicht ins Gesicht gucken. Was ist mit dem? Ach so, wegen Lachen und das so. Das ist doch die, nee, das ist doch diese komische verätzte Fresse. Ja, ja, aber da muss ich dann lachen und das ist nicht nett, oder? Ja. Ich weiß auch nicht, wer die ganzen Steine hier hinlegt. Muss doch einer Langeweile gehabt haben. Der fährt auch durch die Gegend, der dann, los. So, wir sind wieder on the road. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Wow. Was, Hitch hat ein eigenes Auto? Lol, hab ich gleich gesehen. Oh, fuck. Chewie, hast du das gesehen? Das. Ja, ja. Das war ziemlich knapp. Ja. Da wären wir fast abgeschmiert. Wenn ein Lied meine Lippen verlässt. Ich wollte schon aussteigen. Deine Lippen verlässt. Maximal was anderes. Und das am Wochenende. Ich hätte jetzt einen geilen Spruch, aber das ist immer besser. Ich habe einen geilen Spruch. Sag ruhig was über meine Mom. So, scheiß Auto ist zu langsam, Chewie. Oh, der Opa ist abgeschmiert. Liegt nicht an mir. Der Opa ist abgeschmiert. Wo ist eigentlich Schwiesi? Auto steckt fest. Ach, der da. Oh, auch der abgeschmiert. Zack, das Zimmer erster. Oh, hast du diese Colt McRae Drifteinlage gesehen? Nicht? Gut. Ah, es geht hier besser. Hier ist Manus gefahren. Ein Lama liegt tot auf der Straße. Autos stapeln sich hier. Hat Manus bloß mit dem Lama gemacht? Tja. Darüber sprechen wir besser nicht. Wieso fährst du, steckst du aus? Der fährt. Ich kann Elway sehen. Ach so, lol. Scheiße. Fuck. Aber warte, der da gehalten. Ah! Oh, Abhang. Ach, ihr habt ja auch geparkt. Ja, der Dude, der rennt. Ich hab ihn nicht erschießen. Der Typ ist ja schon weitergefahren. Ja, ach, der nimmt den LKW. Weg. Warte, der nimmt den LKW. Warum? Was, der ist ausgestiegen, hat den LKW genommen? Ja. Okay, jetzt hat er Stopp. Wer hat ihn getötet? Keine Ahnung. Niemand. Freezy! Chewie! Wir sollen den schnappen! Ich war ganz weit am Arsch der Welt. Ja, du bist immer am Arsch der Welt. Ja, komm, du bist ja null am Arsch von dem Pickel. Es könnte sein, dass man dass meine Waffe hochgezogen hat. Ich könnte meine Waffe hochgezogen hat. Ja. Bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Für sie? Ja. Du hast den erschossen. Ich nicht. Geht nämlich, kann nämlich nicht sein. Ich bin der Pilot. Ach, Mann, oh. So, jetzt 1,1 Kilometer. Pass auf, jetzt machen wir ein richtig gutes taktisches Landemanöver direkt vor dem. Machen wir nicht. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier bremsen. Warum die den Felsen dahin, ey? Da war das letztens noch nicht. Seht ihr den? Ja. Da setze ich mich jetzt davor in einem Sturzflug. Es wird eine Kamikaze-Aktion. Also der Hubschrauber wird es nicht überleben. Aber Safe Call jetzt. Der Hubschrauber wird es als einziger nicht überleben. Hoppala. Wäre jetzt so geil gewesen, dagegen geflogen, alle sterben. Ich kann Elway sehen. Verdammte Scheiße! ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, ich weiß nicht, wie das schon wieder ballert. Ey, das ist eine gute Idee. Reifenplatt fahren oder schießen. Mhm. Ach, geht. Setz doch nicht auf, du behindertes Kack-Hubschrauber-Ding, ey. Oh. Das Ding einfach
so gar nicht bergauf liegt, ey. Na, einmal frei. Hier lande ich nicht. So, heiße Verfolgungsjagd mit El Rey. Boah, jetzt wird es schon wieder dunkel, ne? Das macht es nicht einfacher, Leute. Und wenn ein Mann auf die Lippen verletzt. Boah. Ist gar nicht so leicht hier. Gib doch mal an dem vorbei und landen. Mensch, laber mich nicht voll. Ich bin ja in der höchsten Konzentrationsphase. Guck dir das an, was der da veranstaltet. Boah, Junge, ey, mach deine Hackschnitzel. Jetzt muss ja ein bisschen Spannung rein hier, Alter. Spannung. Außerdem gibt der Typ... Oh, lol. Raus! Knallt ihn jetzt nicht ab. Nicht abknallen, bitte. Nicht abknallen, nicht abknallen. Der steht. Also schießt nicht drauf. Ja, Schuni, dann ist aber da. Die dürfte erschießen. Okay. Und nee, nochmal eine Dutch oder was auch immer das ist. Oh. Erledigt. Okay, Füsi? Ja. Wo bist du hin? Hier, ich dachte, du bist jetzt hinbringen, ne? Da hinten. Mach hier, mal Auto hier vorne. Hier, komm her, hier. Ach, fuck. Wir nehmen das, wieso steigt der wieder ein? Raus da jetzt! Ich steig nicht aus, ey, sowas dreist hab ich schon hier. Hier, Manus, komm. Wo denn nun? Oh, nee, das kommt. Ich lenk sie ab. Och. Los, fahr. Zweites Ziel da drüben. Go, go, go! Power Ranger! Es sind nur 400 Meter, das schaffen wir. Go, 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 Power Ranger! Go, go, go! Lass den Hubschrauber ganz. Taktikrolle, Manus ist raus. Hier ist unser Dings, unser Lager. Sichern. Oh, Hitcher. Was denn jetzt wieder? Mr. Elway, Sie sind wirklich. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Ich hab keine Ahnung, der ist drinnen. Drinnen. Wo drinnen? Ich schon links. Geht schon los. Oh, ihr Hummels, ey. Setz dich hin. Aguanta. Hab mal Respekt. Puh, aber Lady. Ich bin kein Spitzer, klar? Ich weiß, Sie müssen jetzt auf dicke Eier machen und so, aber Sie werden schon noch reden. Und wenn ich dafür den letzten Rest Ihrer Fresse wegbrennen muss. Wir müssen keine Leiche loswerden, wenn wir dich verbrennen. Hey, chillt mal, ja? Ich hab bestimmt was für euch, aber bleibt schön relaxed. Mmh. Oh yeah! Checkt's out, wir haben noch ein Video. Bisschen Feuer, ey, und dann kriegt er schon Pfanne. Verzweifelte Menschen machen Fehler. Und ich hatte El Jajo und La Gringa verzweifelt gemacht. Vielleicht war der Druck zu groß. Doch mir blieb keine Wahl. Die Angriffe auf die Produktion nahmen zu. Darunter litt unsere Absatzkette. Wenn nichts geschah, würden wir unseren Marktanteil verlieren. Also drängte ich sie, mehr Koks herzustellen. Das konnten sie nicht. Also streckten sie es, senkten die Qualität, um die Quantität zu steigern. Ein verständlicher Fehler, aber eben doch ein Fehler. Ich hatte die Marke Santa Blanca über Jahre etabliert. Ein Qualitätsprodukt, ein Primo-Preis für ein Primo-Produkt. Das Problem, das Produkt war nicht mehr Primo. Dafür musste jemand büßen. Nein. Achtung, Nomad. La Gringa hat wohl gerade ihr Verfallsdatum beim Kartell überschritten. Was wissen wir? Der Schaden, den sie bei der Produktion verursacht haben, hat La Gringa dazu gezwungen, den Reinheitsgrad zu senken, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Sie wollte wohl Zeit gewinnen, um alles Alter, zu regeln, bevor Suenyu etwas merkt. Dumm gelaufen. Und jetzt will Suenyu ein Exempel an ihr statuieren. Ein Team ist zu ihrem Haus unterwegs. La Gringa sitzt dort in der Falle. Es sei denn, wir holen sie raus. Genau. Fahren Sie sofort zu Ihrem Haus in Puyo. Machen Sie ihr klar, dass sie mit uns besser fährt als mit Suenyu. Und bringen Sie sie zum Abholpunkt.
Whee! So, was? Ich will nichts sagen, aber ich habe hier direkt eine Krone in dem anderen, in dem Gebiet unter uns. Da sollen wir auch hin. Komm, wir sitzen hier. Das ist ein Dings. La Gringa, das ist der Zwischenboss. Ja, dann los. Können direkt machen, ne? Hier ist ein Heli. Anus. Ich hab markiert. Haben wir doch schon. Komm. Was habt ihr gar nicht? Bringen Sie La Gringa her. Habt ihr schon? Sonst nirgends mehr hin. Ja. Los geht's. Versuch doch mal mit Controller zu fliegen. Vielleicht klappt das besser. Ich flieg wie ein Flugweltmeister. Was soll ich denn einen scheiß Controller nehmen? Und was klappt denn hier nicht? Hä? 500 will ich. Was klappt denn, Alter? Das auch selber nicht einsieht, das ist unfassbar. Das wäre interessant, wenn so eine Statistik mal hier geben würde, ne? So, so und so viel gekillte Leute, so und so viel zerstörte Helis. Ich glaube, ich gucke mir die ganzen Folgen nochmal an am Ende. Hab ich doch schon mal angefordert. Was ist da eine Strichliste? Bin hinter dir, Boss. Ja. Oh, das könnte passieren. Ja. Aus, als verteidigten den habe ich zu steil, da habe ich zu, das Dobby war zu steil. Der Dobby? Das Dobby. Dobby, kennst du? Ich kenn Dobby von Harry Potter. Ich kenn Doggy. Mach deine Mama mal. Fuck, hinter uns waren, ach du Scheiße, da waren ja echt viele. Wieder die falsche. Los, heb mich auf, Chewie. We need the throne, a throne. Wenn du das sehen könntest, hätt's mich nicht erwischt. Gut, Hammer. Los, wir müssen Rückendeckung rein. Rückendeckung für Manus. La Gringa, wo ist die? Ist ja eine Olle, ne? Denk ich mal, ne? Die ist im Keller. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Soll mit dir reden, töte sie nicht. Na, du ballerst immer einfach irgendwelche Schnecken weg. Na, siehst du. Boah, komm mal zurück. Hitcher, komm mal her. Oh, nein. Kommt mal her. Kommt mal bitte alle her. Ja, was denn? Kommt mal her. Ey, guckt euch das an, Alter. So ein Regal brauchst du mal im neuen Zuckerraum. Ey, ich hab noch nie so viele Zebra-Rollen gesehen, Alter. Dauerfappen. Was wollen Sie? Wir sind Ihre Rettung. Das ist ja auch noch knaller Dauerfoppen. Oh, was hatten Sie an der Schulter? Hat Sie Ihre Tage? Doch nicht so. Ich kenne jemanden. Er lebt in einem Dorf nicht weit von hier. Wir hatten ihn schon wieder angeballert. Die Rebellen bringen ihm die Verwundung, wenn sie können. Oh. Wie gut kennen Sie den Rebellenarzt? Wird es beeilen. Er verrät dem Kartell nichts. Ja, die labert hier. Warte mal, komm, leiten. Komm mit. Die läuft mit. Hitcher. Ja. Wir müssen die. Oh, scheiße. Ey, wir brauchen unbedingt. Oh, scheiße, wir haben keinen Heli. Wir spawnen mal einen Heli. Ja, wir müssen Helis bauen. Und ein paar Jahre und ein paar Tonnen Kokain. Direkt hier vorne. Aber ich weiß nicht, ob die Autos im Weg sind. Nee, wird schon. Ich fahr dir mal hier aus dem Weg. Kapier ich nicht. Okay, wo sind die? Seiten ausspielen. Komm mal jetzt hier. Kommt gerade raus hier. Komm. Ja, du musst laufen, Hitcher. Die läuft. Achso, okay, alles klar. Ein Heli. Oh oh, da kommen die Typen. Jetzt kommt sie. Komm, steig ein. So, ist drin. Hier. Auf das geht's. Schnell. 3 Minuten noch. Oh! Oh! Holy shit. Leuchtraketen. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Oh, hast du gesehen? Matrix-like, wie ich den Schüssen ausweiche, ey. Ich sehe das ja alles in Zeitlupe, ne? Bei euch kommt das ja voll schnell rüber. Aber ich sehe das ja in Zeitlupe. Ich kann ja ganz gemütlich ausweichen. Wollte ich nur mal so anmerken. Solltest den jüngeren Zuschauern mal erzählen, was Matrix ist. Sie müssen durchhalten, Gringer. Achso, das ist noch ein ganzes stimmt. Stück. Ich weiß nicht. Das ist das mit der Pille, blau oder rot. Nicht. Damit meine ich nicht die Disco. Warum haben die Rebellen ihr Haus beschützt? Boah. Haben die Alte hier drin, ey. Ja, los, schnell weg vom Heli, schnell weg vom Heli. Jetzt nicht schlapp machen, Lady. Wir sind ja gleich da. Komm mit, Baby. So, hier, guck mal. Ist das dein Freund? Ich will dein Freund sein. So, was denn mit dem? Achso, reden.
Geh mal jemand an, also. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Kennen Sie die Frau? Was ist passiert? Wirklich, Doc, Sie sollten besser nicht fragen. Sie hat eine Schusswunde in der Schulter. Können Sie helfen? Sie, por supuesto. Lassen Sie sich was? Hier. Ich kümmere mich um Sie. Wir verschaffen Ihnen Zeit, aber Sie müssen sich beeilen. Oh. Mein Bauch sagt, Suenio ist noch nicht fertig mit ihr. Ich glaube, wir müssen hier 2 Minuten schützen. Oh. Schützen, auch gut. Naja, komm, lass mal schauen hier. Da geht bestimmt die Mieze ab jetzt. Oh, da kommt schon der erste. Geh mal zur Straße. Nicht mal Unidad, ey. Wie ist denn das? Das ist ja voll low. Erledigt. Oh, das ist ja voll. Was denn du wieder? Ja, ich wollte an das Gewehr. Hat er sich wieder vorgeschlichen. Eli. Oh, Shui. Alter. Habt ihr es auch gerade gehabt, dieses Mikropfeifen? Das ist extrem laute? Nein. Tango getötet. Okay. Wie vernichtend. Ist da bei euch einer? Nee. Wo sind hier diese Munitionskiste? Eine Minute noch. Langweilig. So, kommt irgendwie keiner mehr, oder? Haben keine Lust mehr. So, jetzt kommen Mörser, die Mörser, kommt. Alter. Oh, oh, Mörser. Aber volle Sohne. Geil, oder? Freezy, kannst du aufhören übrigens. Freezy. Ah, oh, okay. Ah. Beim Warn. Wow. Was macht der Boss? Mehr Zeit können wir dem Doc nicht geben. So oder so, wir müssen La Gringa von hier wegbringen. La Gringa weggeben. Oh. Los geht's. Komm, steh wieder auf hier. So, warte, wir brauchen einen Heli. Hier vorne steht einer, da um die Ecke. Bei dem Cocktail, den der Doc ihnen verabreicht hat? Ich wette, sie merken gerade gar nichts, erst recht keine Kugel. Wir gehen. Wenn ihnen schlecht wird oder sie kotzen müssen, schauen sie auf den Horizont. Dann halten sie durch. Schauen sie Freezy an. Halten sie durch. So eine wunderschöne Person haben sie in ihrem Leben noch nicht gesehen. So. Sag mir bitte, dass irgendeiner bei der alten Leiten gemacht hat. Ja, die kommt doch! Ihr wollt die nur wieder. Man, die hat eine Schusswunde, die braucht ein bisschen. Das ist egal, was die hat, die soll sich beeilen. Alter, nur die Raketenhealies hier. Hey, Alter, mach doch mal hoch. Boah. Warum sollte Pakatari eine Forscherin des Kartells schützen? Ich hab Suenius Geld benutzt, um. Naja, Medikamente. Na, schmeckt die Dose. Davon hat Pak gar nichts erwähnt. Was weiß denn ich? Das Wasser, Junge. Ihnen ist nicht kalt, oder? Saskia, Wasser mit. Durchhalten! Übergeben wir sie Bowman, dann ist erstmal Pause. Oh, hier müssen wir sie abgeben. Saubere Landung! Rauskommen, Bitch. So. Und rein da. Ihr müsst hier auf sichern gehen, auf die Tür. Oh. Ah. Was macht denn die da? Oh, jetzt wird's pervers. Die machen die Schere. Oh, sind sie kein Weichei in der Wunde rumgetatscht? Was denn? Abholung in 10 Minuten. Oh, Kacke, bin ich froh, wenn ich die Heulsuse los bin. Öffnen, mach die Beine breit. Ihre kleine Klinik bringt Ihnen vielleicht Vergebung bei den Rebellen, aber bei mir zieht der Scheiß nicht. Eine heiße Schnecke wie Sie wird im Knast sicher gut ankommen. Lass mich doch einfach sterben. Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber in 5 Jahren oder 10, vielleicht sogar in 50, wenn ich mir nicht mal mehr selbst den Arsch abwischen kann, werde ich mich freuen, an die kleine La Gringa und ihre lieben Freundinnen aus dem Knast zu denken.
Ist mir egal. Ich gehe lieber in euren Knast. Auch lebenslänglich, wenn es sein muss, denn alles ist besser als Suenio. Es gibt nichts, was schlimmer ist als er. Krasse Scheiß. Bam! Auch noch drei. Wow. Katsching. Katsching. Jetzt haben wir die alte, ne? 10.000 Namen jetzt. Boah, jetzt kann ich ja nicht mal ein bisschen skillen hier. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Ja. Also ich habe nur noch drei Typen auf der Karte. Was haben wir denn? Also wir sind direkt in dem Gebiet, wo wir sind. Ne, ich hab noch 1, 2, der ist unbekannt, 3, 4, 5, 6 und 7 und der Endboss. Hä? Ach, bin nicht rausgezoomt, jetzt hier auf der Karte erstmal. Na, warte mal, wir sind gerade in dem neuen Gebiet hier. Gibt's ja irgendwas mit U-Booten. Aber wir sind erstmal fertig für sie. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Bobos vorbei. Und wir sagen tschüss und bis morgen. Haut rein. Ciao. Tschüss.